Hallo und herzlich willkommen zum neuen Fachteil. Heute geht es um das Thema Scheidung bzw. was wird denn aus der Immobilie, wenn die Ehepartner sich trennen? Das ist ein Thema, bei dem es in den allermeisten Fällen heiß zur Sache geht, da wird gekämpft. Ist ja auch ganz klar, es spielen hier sehr viele Emotionen mit, denn das Familienheim war bisher der Lebensmittelpunkt der Familie. Hier hat man seine Kinder mit aufgezogen. Es ist natürlich ein wesentlicher Vermögenswert und auch eine Absicherung fürs Alter als Altersvorsorge. Und ja, leider, wie es im Leben manchmal so ist, läuft nicht alles nach Plan. Und die schön ausgeklügelte Altersvorsorge bzw. der Vermögensaufbau durch die Immobilie funktioniert dann eben im Trennungsfall nicht mehr. Und darum muss man sich in der Situation zunächst mal einen klaren Überblick verschaffen, wie die Eigentumsverhältnisse hier geregelt sind bei der Immobilie. Meistens gehen die Ehepartner zunächst mal davon aus, dass beiden die Immobilie zu gleichen Teilen gehört. Das ist meistens der Fall, aber nicht immer. Oftmals muss man hier einfach schon mal Klarheit schaffen. Wie sind denn hier jetzt die Verhältnisse? Und wenn man es einfach hergeht und sich einen Grundbuchauszug besorgt, dann sieht man hier schon schwarz auf weiß, wem was gehört. Und eben in den meisten Fällen ist es so, dass beide Partner hier im Grundbuch eingetragen sind als Eigentümer für die Immobilie mit je Anteil 50-50. Es sind aber auch andere Anteilsverhältnisse möglich, zum Beispiel ein Drittel oder zwei Drittel. Vielleicht steht aber auch nur ein einziger Ehepartner drin im Alleineigentum. Das kann der Fall sein, wenn der Ehepartner die Immobilie schon mit in die Ehe gebracht hat. Aber auch wenn die Immobilie nach der Hochzeit erst gekauft worden ist, ist es möglich, dass nur ein Ehepartner diese Immobilie kauft und entsprechend als alleiniger Eigentümer eingetragen wird. Es ist also nicht der Fall, dass alles, was man während der Ehe kauft, zunächst mal allen beiden zu gleichen Teilen gehört. So ist es denn eben nicht, auch wenn es sich vielleicht emotional anders anfühlt, muss sich immer als gleichberechtigter Eigentümer fühlt. Oftmals kommt es auch zu Missverständnissen durch die Finanzierung der Immobilie. Es ist nicht gesagt, dass der Ehepartner, der die Immobilie bisher im Wesentlichen finanziert hat, automatisch einen gewissen Eigentumsanteil zugesprochen bekommt. So ist es nicht. Es kann durchaus unterschiedlich sein, dass ein Ehepartner im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, aber der andere den wesentlichen finanziellen Anteil trägt. Das hat noch keine Aussagekraft auf die Eigentumsverhältnisse. Das heißt nochmal, nur der, der im Grundbuch auch als Eigentümer drinsteht, ist auch Eigentümer. So, wenn jetzt die Eigentumsverhältnisse geklärt sind, dann kann man sich erst vernünftig Gedanken darüber machen, wie denn jetzt mit der Immobilie verfahren werden soll. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten. Wenn wir jetzt festgestellt haben, dass die Immobilie nur einem Ehepartner gehört, also ein Alleineigentum besteht, dann gilt zunächst mal, dass der Alleineigentümer eine Weisungsbefugnis hat. Das heißt, durch die Weisungsbefugnis hat der Alleineigentümer die Möglichkeit, den Partner oder ja, Ex-Partner dann zu dem Zeitpunkt dazu aufzufordern, aus der Immobilie auszuziehen. Aber er kann jetzt den Ex-Partner nicht einfach so von heute auf morgen auf die Straße setzen. Nein, es gibt eine Karenzzeit für den Auszug des Ehepartners. Er muss ihm also eine Zeit einräumen, damit der andere sich hier eine Wohnung in Ruhe suchen kann. Es ist die neue Bleibe gefunden. Jetzt muss derjenige also aus- und umziehen. Jetzt hat der Eigentümer für den Umzug eine Kostenerstattungspflicht. Das heißt, er muss die Umzugskosten bezahlen. Es kann eine Ausnahme geben, und zwar dann, wenn im Ehevertrag etwas anders vereinbart worden ist. Dann kann der Eigentümer seinem Partner ein beschränktes oder ein unbeschränktes Wohnrecht gewähren. Und wenn er das tut, dann kann er dafür auch eine Miete verlangen. Jetzt gibt es hier nochmal eine Besonderheit, wenn die Ehe im Güterstand der Zugewinngemeinschaft geführt worden ist, was ja in den allermeisten Fällen der Fall ist. Hier kann der alleinige Eigentümer die Immobilie nur dann verkaufen, wenn der Ehepartner damit einverstanden ist, sofern es sich bei der Immobilie um einen wesentlichen Vermögensbestandteil handelt. Und ich denke mal, sind wir mal ehrlich, in allermeisten Fällen wird es doch so sein, dass die Immobilie 85-90% des Wertes des Gesamtvermögens ausmacht. Denn in dem Fall zählt es als wesentlicher Vermögensbestandteil. Und das bedeutet, dass der Eigentümer der Immobilie hier mit auf die Kooperation des Partners angewiesen ist, sonst kann er es nicht verkaufen. Und das kann natürlich zu erheblichen Problemen führen, die nicht selten vor Gericht landen.
gucken wir mal, wie sich das Ganze verhält, wenn die Immobilie beiden gehört. Was haben wir da für Möglichkeiten? Zunächst mal, dass die Immobilie verkauft oder vermietet wird. Wir müssen dann auch beide mit einverstanden sein, wenn jetzt ein Ehepartner in der Immobilie bleiben möchte, zum Beispiel zusammen mit den Kindern, dann kann man sich auch hier einigen, dass er dem anderen den Eigentumsanteil an der Immobilie abkauft. Dann wird er Alleineigentümer, aber auch dafür braucht es eben ein Einverständnis zwischen beiden, dass es so durchgeführt werden soll. Und klar, er muss natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten haben, den Eigentumsanteil überhaupt kaufen zu können. Dann gibt es noch eine exotische Lösung für das Problem, indem man die Immobilie einfach aufteilt. Das heißt, die wird in zwei eigenständige Wohneinheiten aufgeteilt, die Wohnung. Jeder lebt in seiner Hälfte sozusagen. Aber gerade wenn man im Rosenkrieg auseinandergegangen ist, ist es sicherlich nicht die Variante, für die man sich entscheiden sollte. Und die letzte Möglichkeit, wenn man sich hier überhaupt nirgends für eine Variante entscheiden konnte, dann kann jeder Ehepartner eine Teilungsversteigerung veranlassen. Das Problem bei der Immobilie ist ja, dass es zunächst mal ein Gegenstand ist, der an sich jetzt erstmal nicht so einfach teilbar ist. Man kann das Haus ja nicht in zwei Hälften verteilen und jeder nimmt sein Stück mit nach Hause. Und deswegen gibt es hier auch diese Teilungsversteigerung, die jeder beantragen kann. Das hat zur Folge, dass die Immobilie zwangsversteigert wird und der Erlös, das ist dann die Summe, die dann hälftig auf beide ausbezahlt wird. Aber diese Teilungsversteigerung ist sicherlich die schlechteste Variante, denn bei der Zwangsversteigerung wird man in aller Regel nicht den Preis erzielen können, wie wenn man das ganz normal verkaufen würde, das Objekt. Und dann gibt es noch das Problem, dass man diese Teilungsversteigerung erst dann veranlassen kann, wenn das erste Trennungsjahr abgelaufen ist. Also das heißt, man muss da ein Jahr, nachdem man sich getrennt hat, abwarten. Und dann hat auch der andere Partner noch einige Möglichkeiten, wie er diese Zwangsversteigerung zum Beispiel durch familienrechtliche Einwände aufhält oder eben weiter verzögert. Das heißt, bis dann alle wirklich reinen Tisch haben und dieser Scheidungsprozess abgeschlossen ist, was ja auch sehr nervenaufreibend ist, dauert es einfach nochmal länger und es kommt unterm Strich, wenn es dann am Ende irgendwann versteigert wird, einfach nicht der Erlös raus, den man haben könnte. Das waren jetzt mal die grundsätzlichen Möglichkeiten, die es beim Alleineigentum oder gemeinsamen Eigentum an der Immobilie gibt. Jetzt gehen wir mal vom Normalfall aus, wenn sich die Ehepartner scheiden oder trennen erstmal zunächst, dann ist es doch meistens so, dass einer der beiden auszieht und der andere Partner drin bleibt. Man möchte einfach nicht mehr gemeinsam in vier Wänden leben. Ist ja klar, da ist ja meistens nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Gibt ja gute Gründe, warum man sich trennt oder scheidet. Der eine hat den anderen betrogen oder sonst was vorgefallen. Jetzt muss man wissen, wenn man selbst ausgezogen ist, dass man unter Umständen nicht mehr einfach so in die Immobilie zurück kann. Wenn jetzt zum Beispiel der Mann, nachdem er ausgezogen ist, ein halbes Jahr später auf die Idee kommt, ach Mensch, eigentlich, ich sehe es jetzt gar nicht ein, dass ich da jetzt in so einer kleinen Bude hause und meine Nochfrau lebt da auf 200 Quadratmeter, das kann es nicht sein, ich ziehe wieder zurück, dann ist es nicht so einfach möglich. Ein kleiner Trost für denjenigen, der auszieht, ist der, dass er von dem Partner, der in der schönen großen gemeinsamen Wohnung bleibt, eine Nutzungsentschädigung während der Trennungszeit bekommt. Doch das, was man hier bekommt, ist in der Regel deutlich weniger als das, was man bekommen würde, wenn man das ganz regulär vermieten würde, das Objekt. Wenn die Trennungszeit aber durch ist und die Scheidung rechtskräftig, dann bekommt er sogar die ganz normale ortsübliche Miete, natürlich in Abhängigkeit von seinem Eigentumsanteil. Wenn wir jetzt die Situation haben, dass beide in der Immobilie bleiben wollen, keiner will freiwillig ausziehen, dann wird das in aller Regel auch vor Gericht entschieden. Und wenn jetzt gemeinsame minderjährige Kinder da sind, dann wird der Richter natürlich maßgeblich nach dem Wohl von den Kindern entscheiden. Das heißt, dass den Zuspruch der Ehepartner bekommt, der dann mit den Kindern im Familienheim bleiben möchte. So, jetzt würde ich mir gerne noch mit Ihnen anschauen, wie bei der Zugewinngemeinschaft das Vermögen im Scheidungsfall dann verteilt wird. Zunächst mal wird das Vermögen beider Ehegatten betrachtet und dann gibt es, wenn die Scheidung durch ist, einen sogenannten Zugewinnausgleich. Das bedeutet, dass einfach der Vermögensanstieg während der Ehe hälftig auf beide verteilt wird. Wie der Zugewinnausgleich funktioniert, schauen wir uns mal ganz kurz an in der Grafik. Hier sehen wir einmal das Vermögen vor der Hochzeit. Dann den Vermögensanstieg während der Ehe bei beiden Ehepartnern, ganz am Ende eben das Vermögen nach der Scheidung mit dem Zugewinnausgleich.
Es besitzt die Frau bereits vor der Hochzeit schon zwei Geldsäcke und der Mann nur einen Geldsack. Jetzt steigt das Vermögen bei beiden während der Ehe. Bei der Frau steigt das Vermögen um einen Geldsack und der Mann um drei. Und jetzt kommt es dann zur Scheidung. Dann kommt dieser Zugewinnausgleich zum Zug. Das bedeutet, dieser Vermögensanstieg von insgesamt vier Geldsäcken, also die drei vom Mann plus den einen von der Frau, der wird hälftig geteilt, bekommt also jeder zwei. Das heißt, das Vermögen, das Bestand hatte bereits vor der Hochzeit, davon hat der Partner nichts. Da hat die Frau immer noch ihre zwei Geldsäcke und der Mann den einen Geldsack. Und on top kommen eben die jeweils zwei Geldsäcke durch den Vermögensanstieg während der Ehe. Und so funktioniert es vom Grundsatz des Zugewinnausgleichs. Wenn jetzt bei der Eheschließung ein Ehevertrag mit einer Gütertrennung vereinbart worden ist, dann gibt es diesen Zugewinnausgleich nicht. Und den gibt es auch da nicht, wenn man die Zugewinngemeinschaft vertraglich modifiziert hat, dahingehend, dass gewisse Vermögensgegenstände nicht im Zugewinn berücksichtigt werden sollen. Jetzt bleibt zum Schluss noch die Frage, was passiert denn mit dem gemeinsamen Kredit für die Immobilie? Wer zahlt denn das weiter nach der Scheidung? Dazu kann man grundsätzlich sagen, diejenigen, die den Kreditvertrag unterschrieben haben, die sind auch zahlungspflichtig. Das Eheverhältnis spielt ja also keine Rolle. Wenn hier nur einer der Ehepartner den Kreditvertrag unterschrieben hat, dann kann natürlich auch nur dieser von der Bank belangt werden. Der Partner haftet also gegenüber der Bank prinzipiell nicht mit. Wenn jetzt aber beide Ehepartner den Kreditvertrag zusammen abgeschlossen haben, dann bleiben natürlich auch beide in der Verpflichtung, den Kredit weiterhin zu bedienen. Das heißt aber nicht, dass jetzt beide zwingend die Hälfte der monatlichen Rate bezahlen müssen. Steht es der Bank frei, auch nur einen Partner für die Zahlung zu belangen. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn die Bank einfach feststellt, Mensch, von dem einen Partner kommt keine Zahlung mehr, jetzt versuche ich es bei dem anderen zu holen. Es steht der Bank komplett frei, nur einen Partner für die Zahlung hier zu belangen. In dem Fall müssen die beiden Ehepartner dann untereinander schauen, dass die Zahlungen ausgeglichen werden. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, ja gut, dann müssen die sich halt unter Umständen gerichtlich einigen. Aber die Bank hat damit nichts zu tun. So, ist hier nochmal ein Sonderfall zum Schluss. Wenn wir jetzt einen Ehepartner haben, der die Immobilie alleine bewohnt, das Darlehen wird aber von dem anderen Ehepartner, der nicht in der Immobilie wohnt, getilgt. So kann derjenige, der da nicht drin wohnt, entsprechend Ausgleichsforderungen geltend machen. Gut, jetzt wissen Sie grundsätzlich mal Bescheid, was denn so alles passieren kann mit der Immobilie im Falle der Scheidung. Natürlich kann das Thema sehr weit in die Tiefe gehen, auch mit Ausnahmen und Sonderfällen. Aber das sind dann wirklich Dinge, die man individuell anschauen muss. So, ich hoffe, es war aufschlussreich für Sie. Wir hören uns dann wieder zum nächsten Fachteil.